Hey, er kommt von links. Ich sag, er kommt von links. Und ihr? Ich sag, er kommt von links. Was sagt ihr? Links, oder? Ja, mal locker, er kommt von links. Ja, langsam könnte er auch mal kommen. Oh, komm schon. Verdammt, der kommt von rechts. Ich wusste es. Nicht. So dumm. Oh Mann, oh. Erst klappt das mit dem Ben & Jerry's Eis nicht. Und jetzt kommt diese Nutter noch von rechts, Alter. Was ist das für eine Scheiße hier? Hey Leute, was geht ab? Hier mein neues Video bezüglich des... das ist auch scheiße. Hey Leute, was geht ab? Der Beißer am Start für euch. Let's go! Ja, und zwar war ich ja Fallschirmspringen, wie ihr das ja inzwischen wisst. Und ihr glaubt gar nicht, was das für eine krasse Erfahrung war. Erstmal, das war so ein Mini-Flugzeug. Da passen ja 4 Leute insgesamt rein und nur ein Sitz war da, halt für den Piloten. Ja, und dann ging das los. Ich saß auch noch an der Tür, kann man nicht mal sagen. Das war einfach nur so eine Plexiglasscheibe. Da saß ich dran und ja, sind wir halt hochgeflogen bis 3000 Meter. Und dann ging die Luke auf und von diesem Windzug allein schon werden wir da fast rausgesaugt, also es war schon echt krank. Und man guckt halt nach unten, die LKWs. Die LKWs sind einfach nur so klein wie, keine Ahnung, Alter, wie Ameisen. Und naja, dann ging es los. Dann wurde ich an den, also ich bin ja Tandem gesprungen, dann wurde ich an den Tandem Master, nennt man das, festgebunden. Und ja, dann saß ich auf der Kante vom Flugzeug mit den Füßen angewinkelt, so unten gegen das Flugzeug und Kopf und Nacken, also ich saß echt in der Luft nur noch mit dem Arsch ein ganz kleines bisschen auf diesem Flugzeugboden. Und der Tandem Master hinter mir. Ja, und dann meinte er, jetzt geht's los und dann direkt runter. Und die ersten, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Sekunden konnte ich überhaupt nicht atmen. Mein Körper wusste gar nicht, was los ist. Bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, ich sollte vielleicht schon wieder atmen, es wäre besser. Ja, und dann, ich weiß nicht, nach 5 Sekunden habe ich dann wieder angefangen zu atmen. Und ich weiß nicht, wie schnell wir waren. Er meinte zwischen 200 und 300 km/h. Und so kam man das doch echt vor. Also es war schon richtig krank. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube 30 Sekunden oder so war der freie Fall. Und dann wurde eben der Fallschirm, schaffe ich das noch? Ja. Dann wurde der Fallschirm geöffnet. Und also ich habe mir schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das reicht dann richtig nach oben und zieht irgendwie die Eier lang oder so, aber das war nicht so. Es ging eigentlich, das war eine sanfte, also meinte der Tandem Master auch am Ende zu mir, es war eine ziemlich sanfte Öffnung. Und von da aus ging das. Sobald der Fallschirm offen ist, beruhigt sich das Ganze, also man gleitet halt dahin und die Aussicht, also es war echt richtig, richtig geil. Hat sich richtig gelohnt. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht wirklich Höhenangst.
für die Leute, die Höhenangst haben, ja, ist das so eine Sache, ob ich das machen würde, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Muss man mal gemacht haben, absolut geil. Kann ich nur weiterempfehlen. War cool. Ja, jetzt kommt hier ein kleiner Ausschnitt von den Videos. Viel Spaß! Thinking about what, thinking about where, thinking about all the times that you dared that I wouldn't be a kid again. Look at me, I am a kid again. Puzzle pieces in my fifth grade shoebox. All the answers I've misplaced are still lost. Hold the places I've been in my mind, yeah. Chuck E. Cheese brought mold in the props. But the feeling of the happiness, solid, I forgot it. Too busy, caught up on the wallet in your pocket. I think a little abstract. My treasure chest still lasts. I'm attached to the past. Tied up by the Pokemon cards. And the feeling of opening the pack that unleashed the Charizard. First edition, perfect vision. Back then, now I'm worried about living. Jobs and stress are too much to get. So I lay it on the rest and forget it in my head. Acting like a kid again, carefree, the old cribs. Thinking about why, thinking about when, thinking about all the times that I spent. I just wanna be a kid again. I just wanna be a kid again. Thinking about what, thinking about where, thinking about all the times that you dared that I wouldn't be a kid again. Look at me, I am a kid again. Going back to them parks and kablams on. Sitting back, I ain't worried about a damn song. Put my feet up on the couch like a boss do. I ain't knowing any better. I remember hearing that pump for the first time. When I ain't need weed to get high. Now I sit blunt in my grip. I'm still looking for the times that I ain't really needed. Yo, that preschool picture's still classic. I remember the times that I thought that was it. Now I'm here, holy shit, I'm here right. Looking all around like damn, what the crazy life. Thinking about why, thinking about when, thinking about all the times that I spent. I just wanna be a kid again. I just wanna be a kid again. Thinking about what, thinking about where, thinking about all the times that you dared that I wouldn't be a kid again. Look at me, I am a kid again. All this time I've been spending the light when I was a kid inside, inside. And now this world has got a hold of me. This is not how it's supposed to be. Thinking about what, thinking about where, thinking about all the times that you dared that I wouldn't be a kid again. Look at me, I am a kid again. Thinking about what, thinking about where, thinking about all the times that you dared that I wouldn't be a kid again. Look at me, I am a kid again.